So, Dili, hallihallo, ja, so, ich bin mal ganz kurz hier draußen gewesen, weil ich es getan habe, aber ich werde jetzt mal mich mit ihm hier unterhalten. Da bin ich wieder. Willkommen. Hast du weitere Fragen? Was kannst du mir über Ahmad ibn Musa erzählen? Ahmad und seine Brüder sind Söhne eines berühmten Sternenkundlers und überragende Mathematiker, Erfinder und Wissenschaftler. Zusammen verfassten sie das Buch der Erfindungen, in dem sie wunderbare Automaten beschreiben. Weshalb schloss er sich uns an? Die Banu Musa standen einst El-Mutawakkil nahe, aber das Abbasiden-Kalifat widerte sie zunehmend an. Was ist geschehen? Sie weigern sich, davon zu sprechen. Also wer weiß. Es gibt so viele Gründe, von den Abbasiden angewidert zu sein. Gibt es noch etwas? Ja, gibt es. Warum ist Al-Abbasiyah wichtig? Dieser Bezirk bildet das Zentrum der Bildung in Bagdad. Hier findet sich alles Wissen der Welt. Sollte ich bestimmte Orte untersuchen? Folge der Spur, wohin auch immer sie führen mag. Neben dem Haus der Weisheit gibt es noch andere wichtige Stätten. Auf jeden Fall solltest du dir die Märkte, die Sternwarte und die Eselskuppel ansehen. Ich erinnere mich gut an die Sternwarte. Einmal traf ich dort den großen Sternkundler Al-Khwarizmi. Sicher eine wunderbare Erfahrung. Und sollten dir einmal die Muskeln schmerzen, ist ein Bad im prächtigen Hammam von El-Abbasiyah eine Wohltat. Nach einer langen Kletternacht auf den Dächern klingt das gut. Gibt es noch etwas? Irgendeine Ahnung, was der Orden in El-Abbasiyah treibt? Nein, Sadiki. Ich weiß nicht mehr, als ich dir bereits erzählt habe. Obwohl... Nein, das ist bestimmt unwichtig. Was denn? Jeder kleine Hinweis hilft. Bevor er aufbrach, sagte Ahmad ibn Musa etwas über Bücher, die aus dem Haus der Weisheit verschwunden sind. Ich behalte es im Hinterkopf. Gibt es noch etwas? Erzähl mir mehr über dich, Tabit. Ach, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich mag Gedichte. Reicht das? Na komm, sei nicht so bescheiden. Wie du willst. Ich komme aus Ennubatu, einem trockenen Land südlich von Misr. Mein Vater schickte mich zum Islamstudium nach El-Kahira. Dort lernte ich mit brennender Gewissheit, richtig und falsch zu unterscheiden. Und die Verderbtheit in El-Kahira war sehr falsch. Wir begehrten auf. Der Aufstand scheiterte und ich floh nach Bagdad. Die Verborgenen nahmen mich auf. Und hier bin ich nun. Eines Tages solltest du die ganze Geschichte erzählen. Gibt es noch etwas? Nö, jetzt nicht mehr, ne? Dankeschön. Das wäre erst einmal alles. So, hier war ja nichts mehr. Und jetzt kann ich... Glaube ich einmal hier hin. Denn wenn ich das noch richtig im Kopf habe... kann ich, glaube ich, einen neuen hier Hilfsmittelslot freischalten, ne? Ich gucke mal nach, aber ich glaube, es war mir so. Sei gegrüßt. Welche neuen Wunder habt ihr geschaffen? Sieh dich um. Genau, so. Blastpfeil. Zum Einschlafen oder zu vergiften oder Ziele in Rage. Dann haben wir den Lerma. Kleiner Sprengsatz erwachen vom passiven Fortler. Kann zu einer Waffe gemacht werden. Eine Falle. Eine nicht tödliche Annäherungsmine. Die Gegner für längere Zeit umwirft. Kann tödlich gemacht werden. Oh, ich glaube, ich nehme lieber die. War's das? Vielleicht könnten deine Fähigkeiten hier nützen. Sei mein Gast. So, dann werden wir hier erstmal. So, was haben wir denn hier? Zusätzliches Verfassungsvermögen, dann erhöht die Dauer. Und erhöht die Reichweite. Ich glaube, leer die Dings. So, dann können wir hier. Rang 2 gleich. So, dann haben wir die Fraktur. Von der Explosion erfasste Ziele verlieren an Verteidigung. Größerer Radius.
Ersetzt das Auslösen per Annäherung durch Auslösen auf Entfernung durch Pfeifen. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ich überlege gerade, entweder die in der Nähe sind dann, dass die Verteidigung verlieren. Oder eher... Na komm, wir nehmen das Pfeifen. So, und jetzt haben wir... Die Dauer des Niederschlages. Was habe ich jetzt eigentlich gewählt? Zusätzliches Fassungsvermögen, dann Pfeifzünden und anhaltender Niederschlag. Oder ersetzt die nicht tödliche Komponente durch eine feurige Explosion. Ich glaube, ich nehme das. Ja. Sonst noch was? Ja. Eure Hilfe ist unbezahlbar. Leb wohl. Hä? Willkommen, willkommen. Habt ihr neue Werkzeuge ersonnen? Das ist mein Angebot. Was kann ich denn verbessern? Ich würde gern kurz deine Weisheit beanspruchen. Sei mein Gast. Kann ich aufgewertet werden? Kann ich... Ist auch fertig? Auch, hört sich, war's das? Ist das, glaube ich, so eine allgemeine Information. Sorry dafür nochmal. Schuld. Auf bald. So, und jetzt wollen wir ja das Haus der Weisheit, ne? Dann machen wir hier die Schnellreise hin. Und dann geht's ab. Künstlern befinden sich auch Lehrlinge. Hier lang. Und dann darüber. Das Haus der Weisheit haben wir ich nun entdeckt. Verbrannt. Das ist schlimmer als der Verlust der großen Bibliothek von Al-Iskandaria. Leute, beruhigt euch. Das Feuer war klein und ist unter Kontrolle. Aras Zorn kommt über uns. Die meisten unserer Bücher sind sicher. Die Gefahr ist vorbei. Alter Mann, wie brach dieses Feuer aus? Alter Mann? Ja, Fasil Fahim ist alt. So alt wie das Haus der Weisheit, das er leitet. Vergib mir, Meister. Ich sprach voreilig. Kann ich helfen? Nein. Das Feuer wurde von der Eimertruppe des Wassermeisters gelöscht. Wer hat dieses Feuer gelegt? Unruhestifter, denke ich. Genauer gesagt, Feinde des Kalifen. Was für Bücher haben sie denn verbrannt? Das lässt sich noch nicht sagen. Der Buchwart könnte vielleicht etwas wissen. Ich suche einen gewissen Ahmad ibn Musa. Ja, er hat hier eine Werkstatt, aber ich habe ihn eine Weile nicht gesprochen. Friede sei mit dir, Ältester. Ich muss gehen. Ich muss immer noch Ahmad ibn Musa finden. Sollte aber auch... Mehrere Felder. Der Buchwart, ein Gelehrter. Dann haben wir hier das Haus der Weisheit. Und hier haben wir Ahmads Werkstatt. Okay. Mit dem Buchwart sprechen. Also sollen wir uns erst mit dem Buchwart unterhalten. Okay.
Finde den Buchwort. Wo ist Tunane? Er schuldet mir Geld. Ich sollte mich mal im zweiten Stock umsehen. Frag den Buchwart. Um die Bibliothek herum wurden Wachen aufgestellt. Ah, was geht hier der Zeit nur vor? Geh auf Erkundungsflug. Da laufen wir hier rum. Okay. Da ist auch einer. Voll, finde den Buchwort. Da ist noch was, hey? Eine unvollständige Liste der Bücher, die verbrannt wurden oder verschwunden sind. Darunter ein altes Manuskript in unbekannter Sprache. Fehlende Bücher. Bitte findet die folgenden Bücher und bringen sie so bald wie möglich in den südwestlichen Flügel zurück. Buch der Erfindungen. Kalila und Dimna. Buch der Toten. Du musst außerdem das antike Manuskript zurückbringen, das in einer unbekannten Sprache verfasst ist. Aha. Ich grüße dich. Dürfte ich fragen, wo sich der gelehrte Ahmad ibn Musa aufhält? Ah, ja. Der Abenteuerlustigste der Banu Musa. Seine Werkstatt ist gleich hinter mir. Hab vielen Dank. Da ist die Werkstatt. Aber da muss ich erstmal hin. Okay. Dann machen wir das mal. Die Bibliothek ist gut bewacht. Da muss etwas passiert sein. Das so gut war. Nun kannst du ruhen. Okay. Ist so weit weg.
Lass ihm so. Ist verriegelt. Angemessenes Bibliotheksverhalten. Verhalte dich in der Bibliothek leise. Bringe Bücher an ihren Platz zurück. Nimm keine Werke ohne Erlaubnis. Ja, da ist was Wahres dran. Die habe ich eben schon gleich gesehen. Verstecken wir die mal ein bisschen. Hey. Wie gesagt, mit dieser Attentatsequenz, da muss ich mich noch ein bisschen anfreunden. Sie macht aber irgendwie Laune. Hallo? So. Jetzt haben wir noch ihn. Und den packen wir mal dazu. Was. Geschätzter Mentor, mein Meister, ich weiß, dass du skeptisch gegenüber den neuen Ziffern bist, doch ich flehe dich an, es dir zu überlegen. Al-Schwarizmi hat sie verbessert und selbst Skelette aus den fernen Ländern im Haus der Weisheit sind beeindruckt. Einige luden mich ein, mit ihnen nach Kotuba zurückzukehren, um sie dort vorzustellen. Ich weiß, dass du und ich in einigen Jahren lachen und uns fragen werden, wie wir je ohne sie auskamen. Dein treuer Schüler. Was ist jetzt los? Cool. Da war mal ganz kurz der Sound weg. Sorry, Leute. Also zumindest auf meinen Ohren. Ich hoffe, nicht bei euch. Das war ja interessant. Könnte ich untertauchen? Da ist auch noch was. Was ich jetzt gerade nicht verstehe. Wow. Was siehst du, Sabine? Das hier. Komischerweise dieses Fenster scheinbar irgendeine Bedeutung hat, hätte ich beinahe gesagt. Ach guck, au, die Seite habe ich vergessen, nicht Tobi. Ja,
hier, klar. Irgendwas habe ich hier immer. Da ist der Buchwart. Euch helfe ich. Schleife oder nicht, ist eigentlich schon fast egal, ne? So. Er ist tot. Aber er konnte mit seinem Blut noch Manzach schreiben. Ich frage mich. Er hat etwas in der Hand. Stoff vom Gewand einer Frau. Wer ist sie? Seltsame Feuer und ein toter Wart. Schrecklich. Ich muss mich beeilen. So. Dann haben wir den Fall abgeschlossen. Hier komme ich jetzt nicht raus, ne? Ne. Obwohl, warte mal. Das wollte ich verfolgen. Finde heraus, warum der Buchwart an diesem Ort sein mit seinem Blut bemalt hat. Okay. Wo muss ich denn da hin? Rüber zur Schreibstube. Die wir jetzt mir noch aufsuchen und finden. Beziehungsweise erkunden, so klingt's besser. Irgendwo hier muss es sein. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Was läuft denn hier für ein Film? Komm da weg, Sadiki. Es ist zu gefährlich. Okay. Den da hinten muss ich mir als erstes schnappen. Ich halte besser die Augen offen. Den da hinten schnappe ich mir jetzt erstmal. Geht ja wohl los. Du bist nicht willkommen. Geh. Übersetzungsinitiative. Okay. Nein. Lass es einfach. Irgendwo hockt er. Den schnappe ich mir jetzt als erstes. Du kann jetzt sicher kundschaften. Richtig. Achtung! Sag da, Befehl, den Gefangenen vorzubereiten. Los, Inkido.
Genau, jetzt können wir uns alle erstmal hier markieren. So, brauchen wir noch einen Turn online. Den haben wir dann. Den haben wir denn vergessen? Ihn, genau. Und das war's, ne? Kümmere ich mich dann jetzt. Hier. Die Wache hat vielleicht den Schlüssel. So, einen zweiten. Eingang. Das war wieder klar, Tür verriegelt. Okay. Dann hole ich mir den jetzt. Ihn hole ich mir jetzt als nächstes.